Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thronebreaker. Hier ist ein Fragezeichen, das wurde mir vorher nicht angezeigt. Na, wir gucken mal, was hier abgeht. Meber hatte angehalten und war gerade dabei, Eis von den Fesseln ihrer Stute zu entfernen, als Gabor Zegrin zu ihr trat. Der Zwerg hockte sich neben die Königin, sah sich schnell um und begann dann kaum hörbar zu flüstern. Hoheit, ich hab was in der Schmiede aufgeschnappt. Die Vögelchen zwitschern von einem Schatz, großen Reichtümern, die gleich südlich von hier in den Hügeln beim Schwarzbachtal versteckt sind. Und keiner wagt es, ihn zu suchen, wegen der ganzen Monsternester. Aber wir haben eine kleine Armee dabei. Wir könnten es versuchen. Es ist das Risiko vielleicht... Die Königin klopfte sich den Schnee von den Knien und schirmte sich die Augen gegen die helle Sonne ab, um zu den Bergen zu blicken. Sie war versucht, hatte aber ihre Zweifel. Das Geröll zu ihren Füßen wies eindeutig auf Lawinengefahr hin. Ich denke darüber nach, antwortete sie, ehe sie zurück aufs Pferd sprang. Naja, da muss man natürlich drüber nachdenken. Es könnte sich natürlich lohnen, ja, ein Schatz ist immer eine feine Sache. Andererseits, auch recht gefährlich eventuell. So, wir gehen jetzt erstmal hier rum, damit wir da abschließen. Hier ist ein Fragezeichen, er ist ein Schmied, der möchte bestimmt einfach... Majestät, der Schmied, bla bla. Yo, Mama. Und dann kriege ich nämlich die krasse Bombe. Der Nordwind, Junge. Weißt du Bescheid? Und ich würde sagen, wir gehen straight zu dem kleinen Rätsel. Das müsste hier eigentlich irgendwo kommen. Da oben, ne? Wahrscheinlich dann. Ja. Ein Kampf. Gascon gab ständig mit irgendwas an. Niemand sah so gut aus wie er, niemand konnte so gut jonglieren. Die Soldaten ignorierten ihn mit einem Augenrollen. Einmal behauptete Gascon in einer Brauerei, mehr Bier trinken zu können als jeder Zwerg. Da platzte Gabor Zegrin der Kragen und er zog einen Humpen aus seiner Satteltasche. Trink dein kaltes Bier aus, bevor Gabor seines leert. Natürlich. Aber auch sowas muss dabei sein. Eigentlich ist es ganz cool, dass es so ein bisschen aufgelockert wird und das mit Karten gespielt wird. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Trinke, kann ich mir. Aber wie mache ich das? Verwende eine Ladung, um einen Schluck kaltes Bier zu bekommen. Wenn du mehr Schlucke zu dir nimmst, als du in dieser Runde Gaffer hast, erhältst du einen Gaffer. Was ist denn Gaffer, Junge? I don't fucking get it, Alter. Während dieses Zuges entspricht jeder dann zwei Schlucken Bier. Oh. Okay, dann. Okay, dann lohnt sich's natürlich. Absorbiere die Ladung in einer verbindenden Einheit. Gib ihr diese nach einem Zug zu Beginn des Zuges mit zwei Ladungen zurück. Alles klar. Leute, ich verliere ja eins. Das ist natürlich scheiße. Okay, habe ich aber schon verkackt. Ach so, doch, wenn ich es mir wegnehme, kriege ich es danach ja wieder doppelt so viel, ne? Dann habe ich nämlich 6. Rein theoretisch bin ich jetzt bei 9. Er ist natürlich immer noch krasser als ich. Was ist das Problem? Hm? 6. Shit, reicht nicht. Wobei, doch, warte mal. Wenn er dazu kommt. No! Okay, ich passe. Aber ich glaube, ich war ganz knapp dran. Oder so. Wir müssen das nochmal probieren. Ich verstehe das mit den. Also, wenn ich trinke, Gaffer. Okay, Gaffer sind immer. Gib jedem Teil immer eine Ladung. Aber ich verliere die Ladung auch, wenn ich nicht trinke, ne? Und das ist ja sowieso gemein, ich muss ja auch mehr trinken als er. Warte nur, achso. Ah.
Nee, das ist... Okay, das ist Quatsch. Ja gut, jetzt kann ich eh passen. Also gewinnen kann ich eh nicht mehr. Da ist der Zug leider abgefahren. Ja, ja. Schon mal passen. Man muss, aber die Zahlen so hoch kriege ich sie ja noch nicht, ne? Ich glaube, mit den Gaffern musst du irgendwie was machen. Weil wenn ich Gaffer kriege, dann habe ich auf jeden Fall zwei Schluck. Kann gleich das machen. Krieg jetzt sechs dazu. Und müsste jetzt eigentlich das machen. Dann entspricht das nämlich 12 Schlücken. Mach nochmal das. Okay, 6. Oh Mann, ey. Jetzt kriege ich 7. Das reicht aber auch nicht. Obwohl, warte mal. Hab gewonnen. Yo. Das war doch immer ein ganz cooles Rätsel, muss ich sagen. Nicht möglich. Unglaublich. Hm. Gascon hat einen Zwerg unter den Tisch getrunken. Ich glaube, ich sagte es schon, lieber Renard. Du unterschätzt ihn einfach. Ich glaube auch. Vielleicht hat er das Bier auch einfach mal so daneben gekippt. Und gar nicht getrunken, könnte ich mir bei ihm auch vorstellen. Merkt er letztlich auch keiner. Aber nicht schlecht. Roheit, Gabo meint, dass hier sei die letzte Zuflucht, in der wir uns ausruhen und ein warmes Essen genießen können, bevor wir uns in das Schwarzbachtal wagen. Die Soldaten sind vom Klettern erschöpft und müssen sich ein wenig ausruhen. Falls Majestät das Geheer natürlich. Die 100 haben wir, Junge, wir haben 20.000. Eigentlich hätte ich sagen müssen, ne. Alles nicht. So. Tja, Schwarzbachtal. Ich komme. Auf geht's ins Tal des Schwarzen Baches. Was ist das für ein Ort? Schwarzbachtal. Wie hübsch. Ja, und gefährlich. Ein Troll. Haltet die Waffen bereit. Jo, immer. Immer, 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 mein Freund. Ihr betretet jetzt das Schwarzbachtal. Nichts berühren, immer auf dem Weg bleiben, nicht von der Terrasse spucken, seid immer auf der Hut vor Monstern. Okay. Kriegen wir wohl alles hin. So, also viel mit Brücken. Ja, ich muss aber durch die Brücke durch, damit ich hier hinkommen kann. Das bedeutet natürlich, wir werden jetzt uns hier nach unten begeben und werden gleich wahrscheinlich gegen den Troll kämpfen. Wenn er unbedingt möchte, soll es so sein. Zack. Wir, die Zwerge der dritten Expedition ins Schwarzbachtal, haben diesen Obelisken als Beweis unserer Errungenschaften für diejenigen errichtet, die nach uns kommen. Sollten wir nicht zurückkehren, dann trinkt auf unser Wohl und behaltet unseren Namen in Erinnerung. Okay. Wurde gemacht, wahrscheinlich. Gehe ich von aus. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Wir haben natürlich hier unten auch noch was. Ich habe hier hinten noch was, okay, aber ich muss hier rüber, damit ich das... Ne, und das mache ich jetzt als erstes. Macht sonst ja alles keinen Sinn. Wir müssen aber noch hier ganz nach hinten, um das zu holen. Ich habe so viel Asche, ne? Also ich habe richtig viel Kohle. Könnte ich eigentlich auch mal demnächst wieder unsere Zelte aufschlagen und ein bisschen gucken, was man so machen kann. Mahakams Techniker waren erstaunt, die mächtige Frostbrücke in Trümmern zu sehen. War es eine Eisscholle gewesen? Eine Sturmwelle vom Carbonberg? Ein Erdbeben? Nein, das war es alles nicht.
Der wahre Schuldige war 3 Meter groß, hatte bläuliche Haut und eine höchst feindselige Gesinnung. Bewege alle Einheiten außer dem Brückentroll auf die andere Seite des Schlachtfelds. Halte alle... Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Das wird wahrscheinlich nichts. Verschiebe diese... Eine... Wow. Cool. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs 3 Einheiten auf der rechten Seite 3, 2 und dann 1 Schaden zu. Lass eine Einheit die Brücke überqueren. Hä? Achso. Zwinge eine Einheit dazu, sich hinter den Brückentroll zu positionieren. Verschiebe eine Einheit eine Position nach rechts. So, ach, fuck, Alter. Okay, I got it. Okay, das heißt, ich muss jetzt die Karte dahin bringen. Und jetzt habe ich eh verloren, weil... Ach, lol. Okay, verstehe. So, Brückentroll, zack. Irgendwie gar nichts gebracht. Cool. Gut, habe ich verloren. Alles klar. Warum hat das jetzt bei der nicht funktioniert? Bei den anderen schon. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also ich verstehe das nicht. Füge einer zufällig gewählten griechischen Einheit 5 Schaden zu. Ach so. Ja, aber zufällig ist ja doof. Ne? Aber weil die nur 2 hat, muss ich die nach hinten, glaube ich, machen. Und ich mache mal die Schwächste. Die geht schon mal weg. So. Ja. Nach rechts 3, 2. Die ist nach rechts, ne? Jetzt wird's aber ein bisschen eng, du. Scheiße, hab ich schon wieder verloren. Weil er kriegt jetzt genau 3 Schaden und das war's. Kacke, Alter. Okay, ich glaube, ich muss vorher schon das mit dem Verschieben irgendwie machen. Das sind die stärksten Einheiten. Du gehst mal nach hinten. Du hast 6 und du hast 6. Das heißt, wir verschieben eine Einheit nach rechts. Das war die falsche. Warte mal. Du gehst mal da nach hinten. Ach, das war kacke, ja, weil ich wollte eigentlich die Einheit verschieben. Okay, eine Einheit nach rechts. Ja, wird nix. Kann ich jetzt schon aufgeben. 3 Schaden macht er ja sowieso. Ich muss die 6er Einheit, die muss ich halt rüberkriegen. Also, beziehungsweise, warte mal. So. So. Genau, hier, der hat danach noch 3. Ja, der hat 2. Jetzt ist die Frage, ich würde ja gerne eine der schwächeren Einheiten rüberschieben. So. Ja, gut. So, warte mal, die Einheit kann ich zwingen, da hinzugehen. Die auch. Was macht er denn jetzt eigentlich? Na gut, habe ich gewonnen. So läuft das. Schläft er?
Wahrscheinlich. Bestimmt. Moment, da ist ein... ein Schrein. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Meine Herren, die Höhle ist von Zwergenleichen übersät. Es sind Dutzende. Und sie haben keine sichtbaren Verletzungen. Sie haben mir wohl Zuflucht gesucht. Sie haben ihre Besitztümer bei sich getragen. Diese könnten für uns von Wert sein. Wobei, von unseren drei Speeren allerdings nur eine zurückkehrt, blablabla. Wir werden die Höhle denn noch durchsuchen. Das ist dein Befehl. Zack. Kriegen wir nämlich einen Kartenteil. Verstehst du? Das ist wichtig. So. Da würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Map an. Hier haben wir noch was. Und der Rest ist von hier auch relativ gut zu erreichen. Deswegen gehen wir jetzt das uns alles holen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Und ich glaube, dann habe ich sogar alles geschafft, was ich tatsächlich schaffen wollte. Das ist awesome. Das ist nämlich selten der Fall irgendwie. Cool. Da komme ich nicht durch. Ist zu fett, die Alte. Dann gehen wir halt hier lang. So. Oh, nö. Das ist noch ein Kampf, ey. Scheiße. Na gut. Dann gehe ich aber erst hier hin. Bevor ich den Kampf mache. Jungs und Mädels, wenn ihr das lest, ist diese Siedlergruppe angekommen. Hoffentlich habt ihr mehr Glück als wir, die fünfte Expedition. Noch vor einem Monat hatten wir 40 Zwerge, doch jetzt sind wir nur noch zu dritt. Obrin, Prodan und Sava. Ein verhacktes Rätsel, was den Rest umgebracht hat. Wir haben sie eines Morgens im Bett gefunden, tot und steif wie ein Brett. Wir werden ihr Schicksal wohl bald teilen. Das spüre ich in den Knochen. Jedenfalls haben wir das, was von unseren Wertsachen noch übrig ist, östlich von hier in einer Grotte versteckt. Uns nützen sie nichts mehr, aber vielleicht könnt ihr sie ja gebrauchen. Ja, mal gucken. So, alles klar, jetzt gibt's auf die Fresse, du Schnalle. Mitten auf der Straße stand ein verlassener und verschneiter Wagen, von dessen Ladefläche zwei Füße ragten. Was war hier geschehen? Ein Mord? Ein Überfall? Mewe musste nicht lange warten, bis sie es erfuhr. Schon einen Moment später erklang hinter ihr schauerliches Geheul. Ein fucking Standardkampf wieder. So, wie immer. Oh, Ispil. Ispil ist sehr nice. Ispil, Ispil, Ispil. Das ist auch gut, aber die machen wir auch weg. Da haben wir die Karte. Nö, 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 nö. Cool. Genau so wollte ich sagen. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Ich habe die Karte jetzt drauf, aber passiert ja nicht, ne? Diese Einheit erscheint zu Beginn der ersten Runde auf dem Schlachtbefehl. Verschiebe diese Einheit in dein Deck und rufe dann eine zufällige Gewehte. Einheit, deine zufällige Gewehte für Minute 3. Okay, mache ich. Ja. Da. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Let's do this. Gibt aber auch schon viele, 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 viele verschiedene Karten, ne? Toll. Geht ja gar nicht, die Stadt. Verfolge eine geringe Einheit für 3 Züge und füge zu Beginn des ersten Zugs einen Schaden zu. Bei jedem weiteren Zug erhöht sich der zugefügte Schaden um 1 zu verarschen. Was aber gemein jetzt. Das ist schon eine coole Karte. Ja. Das ist schon eine coole Karte. I like the Karte. Aber das würde nicht so viel Damage machen. Nur 4, deswegen es lohnt sich, die Karte erst spät zu spielen. Leider habe ich jetzt die Wahl nicht. Also ich nehme die oder die. Ich nehme die, ich mag die Karte halt, ne? Außerdem kriege ich da noch eine Karte. Aber die hätte ich so oder so gekriegt. So, einmal bam. Nochmal Damage, nice. Mach ich das? Ne, ich mach das jetzt noch nicht. Au. Jo. Alles klar, haben wir 2 von denen, ne? Läuft ja richtig. Bist du verrückt? Dann mach ich das hier. Kannst du mich mal am Arsch lecken, du blöde Kuh. Das gibt's hier überall. Rambazamba, ey. So. Alter, die hat ja nur so eine Dreckskarte. Willst du mich verarschen? Je größer, desto leichter zu treffen.
Ach nee, scheiße, die will ich nicht haben. Okay, jetzt ist die Frage, passe ich oder passe ich nicht? Ich passe. Die wird mit Sicherheit, natürlich, die passt auch. Okay, dann habe ich gewonnen, dankeschön. Ich muss jetzt einiges natürlich an Karten irgendwie rausballern. Aber ich habe viele Karten noch behalten, das ist ganz gut. So, okay. Das könnte jetzt machen wir das nochmal das gleiche, ne? Schön. So. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Ja, nehme ich. Verliert nicht den Kopf. Bitteschön. Feuer für alle. Feuer everywhere. Was bist du? Verfolge den Gegenstand einer 5 Züge lang. Wann immer ihr Schaden zugeführt, verbessert diese Einheit um den Schadensbetrag. Alles klar, Junge. Ja, ist geil, ne? Wenn ich jetzt... Ach, keine Ahnung. Na, ist ja wurscht. Ich hätte ja direkt vernichten können, eigentlich. Ich hätte auch... Ich bin so blöd. Warum mache ich nicht das, ey? Ist wäre die Karte weg. Aber wir holen jetzt ihn hier. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Dann ist die Karte nämlich auch weg. So. Dann wird die verfolgt. Wir beenden den Zug. Die kann ich immer noch vernichten. Wenn immer ein Verfolgtimer abläuft, generiere eine einfache Kopie des Einheits. Das ist verkackeiern, Alter. Was haben die denn hier für Karten am Start, Junge? Das ist mir jetzt zu blöd hier. Geh mal weg. Ich glaub, sagt, Alter. Ja gut, dann machen wir das hier. Ja, da hat er nämlich gar keine Karten mehr auf der Hand. Auf dem Feld, meine ich. Natürlich, ja gut, aber das ist egal. Der hat ja nichts, was er da machen kann. So. Still. Jetzt ist eh egal, ich kann auch komplett reinballern, weil ich hab sonst eh nichts. Ich hab ja. Also ich mach jetzt. Will jetzt alle Karten einfach wegspielen, weil. Jo, alles Klärchen. Na gut, dann kommst du erstmal. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Zwei gute starke. Warum macht der immer noch Schaden? Die ist doch weg. Jo, alles klar. Das ist ja voll cool. Okay, wir holen Ispel mal aufs Feld. Ich hatte gehofft, wir könnten das anders lösen. In der Hoffnung, dass Ispel jetzt nicht vernichtet wird. Das wäre sehr doof. So. Jetzt kommt Gascon. Nimm's nicht persönlich. Dann machen wir das hier. So. Ich glaube, ich habe gewonnen. Dankeschön. Und ich passe. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Dankeschön. Das war ja einfach. La 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 la, jetzt nimm das doch mit. Dankeschön. Endlich sind wir da. Hier hat es vor Viechern gewimmelt, aber wir sind sie im Handumdrehen losgeworden. Die Hütten sind heruntergekommen, aber die werden schon bald wieder wie neu sein. Nur jammer schade, dass es im Wald kein Wild gibt. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Aller guten Dinge sind 6. Ja, das ist richtig. Ne? Kennt man ja, den Spruch. So, naja. Dann hole ich mir jetzt die beiden Sachen noch. Guck mir das Fragezeichen an. Und dann war's das. Müsste hier irgendwo sein, ne? Oh, da hast du gesehen, hast du, ne? So, wir gucken nochmal. Das müsste doch aber hier sein, ne? Muss ich mal ein bisschen näher gehen. Dann wird es mir offenbar, glaube ich. Rohalt. Dieser Friedhof ist die letzte Ruhestätte der zwergischen Siedler. Alle 7 Expeditionen, Trans, bla bla bla. Ja, machen wir alles, was ihr wollt. Oh, scheiße, das war doof, ne? Fuck. Ups. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Ups.
So, ein bisschen was kann ich aber bauen. Alter, das kostet alles so viel Holz, Mann. Holz, Holz, Holz. Unglaublich viel Holz. Ja, das habe ich sogar. Das ist nicht das Problem. Kann man machen. 5000 und 1000. Auch das kann ich mir eben so leisten. Dann kann ich das zwar nicht machen, aber das... Hier kannst du Gold gegen Holz oder Rekruten sowie Holz gegen Gold eintauschen. Aha, okay, ja, egal. Ist nicht teuer, mache ich einfach. Mehr kann ich nicht mehr machen, weil jetzt habe ich keine Ressourcen mehr. Schade. Gut. Das ist doch Spitzenklasse. Zelt der Könige. Was kann ich hier nochmal machen? Achso, Berichte gucken und so. Ja, cool, cool, cool. Da ist irgendjemand schwanger oder so. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier rüber. Ich habe meine Truppen gerade selbst geschädigt. Das war nicht ganz so klug, aber egal. Ich bedanke mich bei euch in der nächsten Folge. Wie gesagt, werden wir diese Brücke überqueren, gucken, was auf uns zukommt. Ciao.